Seit 400 Millionen Jahren leben Haie und andere Fische in unseren Ozeanen. Uns Menschen gibt es erst seit etwa 300.000 Jahren. Plastik gibt es erst seit einem noch kürzeren Zeitraum. Aber wenn wir die Ozeane weiterhin so verschmutzen, dauert es nicht einmal 30 Jahre, bis es in den Gewässern mehr Plastik als Fische gibt. Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, stell dir vor, Haie leben seit einem ganzen Jahr auf diesem Planeten. Innerhalb der letzten 15 Sekunden vor Mitternacht am 31. Dezember hätten wir es geschafft, ihren natürlichen Lebensraum zu verschmutzen. Für die Haie ist das eine Tragödie. Eine Tragödie der Allmende. Ein anderes Wort für Gemeingüter. Die Tragik der Allmende ist eine Situation, in der Individuen, die in ihrem eigenen Interesse handeln, entgegen dem Gemeinwohl aller anderen handeln. Sie erschöpfen oder verderben die gemeinsame Ressource durch ihr kollektives Handeln. Die Theorie geht auf einen Aufsatz des britischen Wirtschaftswissenschaftlers William Forster Lloyd aus dem Jahr 1833 zurück. Lloyd vertrat die Ansicht, dass es zu einer Überweidung kommen kann, wenn ein Viehzüchter eine große Rinderherde auf ein Stück Gemeindeland führt, das auch als Allmende bezeichnet wird. Für jede zusätzliche Kuh könnte der Besitzer dieser Kuh einen zusätzlichen Nutzen erhalten, während alle anderen Hirten den daraus resultierenden Schaden teilen. Es gibt drei mögliche Lösungen, die hier Abhilfe leisten könnten. Soziale Normen und ein gemeinsames Verständnis davon, was richtig und was falsch ist, sind wahrscheinlich der beste Weg. Die Schweizer Alpen werden zum Beispiel seit Jahrhunderten von Jahren von einem Kollektiv von Bauern bewirtschaftet. Da es im Interesse aller Landwirte liegt, das Gemeinwesen am Leben zu erhalten, haben sich komplexe soziale Normen herausgebildet, die mit der Zeit zu Traditionen wurden. Doch wenn die Menschen nicht mehr dieselben Werte teilen oder neue Menschen hinzukommen, geraten solche sozialen Verträge oft ins Wanken und andere Lösungen können helfen. Privatisierung. Die Umwandlung von Gemeineigentum in Privateigentum kann dem Eigentümer einen Anreiz geben, die Nachhaltigkeit des Eigentums sicherzustellen. In diesem Fall ist es wichtig, dass derjenige, der das Gemeingut oder die Zugangsrechte besitzt, den vollen Preis für dessen Nutzung zahlt. Die Privatisierung funktioniert gut bei Dingen, die eingezäunt werden können, wie zum Beispiel Land, aber weniger gut bei Wasser oder Luft. Wenn jemand auf privatem Grund und Boden negative externe Effekte verursacht, aber nicht den vollen Preis für diese externen Effekte zahlt, müssen wir uns der dritten Lösung zuwenden. Staatliche Regulierungen, wie zum Beispiel Landwirtschaftsgenehmigungen, können die Menge der für alle verfügbaren Gemeingüter begrenzen und sie dadurch schützen. Fischfangquoten können sicherstellen, dass diejenigen, die fischen, auch die Rechnung bezahlen. Steuern können finanzielle Anreize schaffen, indem sie die Kosten für die Schaffung negativer externer Effekte, wie zum Beispiel die Verschmutzung der Luft, erhöhen. Durch Regulierung kann die Ausbeutung nicht nur teurer werden, sondern die Steuereinnahmen können auch in Initiativen investiert werden, die dazu beitragen, den entstandenen Schaden zu beheben. Bei komplexen Problemen wie dem Plastik in unseren Ozeanen brauchen wir wahrscheinlich eine Kombination aus allen drei Möglichkeiten. Wir können dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen, damit wir uns alle moralisch verpflichtet fühlen, unseren persönlichen Gebrauch von nicht wiederverwertbarem Plastik zu reduzieren. Wir könnten die großen Hersteller von Einwegplastik auffordern, die volle Verantwortung für das von ihren Produkten verursachte Chaos zu übernehmen, indem sie Ressourcen für die Beseitigung der Verschmutzung bereitstellen. Die Länder könnten sich zu lokalen und internationalen Vereinbarungen verpflichten, die die Produktion von Einwegplastik und anderen Schadstoffen regeln. Die Weideregeln, die 1517 in der Schweiz eingeführt wurden, werden auch heute noch angewandt. Sie besagen, dass niemand mehr Kühe auf die Alpen schicken darf, als er im Winter ernähren kann. Würde man dieselben Regeln auf Kunststoffe anwenden, dürfte kein Staat mehr Kunststoffe produzieren, als er innerhalb seiner eigenen Grenzen recyceln kann. Was denkst du? Würde eine ähnliche Lösung auch für die Ozeane funktionieren?
Und wenn nicht, was können wir sonst noch tun, um das Gemeingut vor der Tragödie zu schützen, die sich hier abspielt? Schreib uns deine Gedanken in die Kommentare unten.